Hey Sam! Darf ich dir etwas fragen? Natürlich! Was darf nicht fehlen, wenn du Bootfahren gehst? Für mich das Wichtigste, was ich immer dabei habe, ist mein Watershed. Das ist meine Damenhandtasche sozusagen. Da hat es alles drin, was ich brauche oder eventuell brauchen könnte. Von Reparaturmaterial, kleines Erste-Hilfe-Kit, Zeug zum Feuer machen, wenn es mal kalt ist, mein Portemonnaie, Zugtickets, ein Wasserfilter für unterwegs, eine Stirnlampe, wenn es mal ein bisschen länger dauert, wenn man auf dem Geländer ist, und diverses Klebematerial. Was ist der Vorteil von der Watershed? Die Taschen, die sind absolut dicht. Die haben wie einen riesigen Ziplock da oben, den man zumachen kann. Und die sind bombenfest. Da öffnet sich gar nichts, auch wenn Druck drauf kommt. Da würde ich auch eine teure Digitalkamera anvertrauen. Da wird nichts nass drin. Wie lange hast du die schon? Die habe ich seit über 8 Jahren. Huh. Und die ist jeden Tag in meinem Kajak drin. Klar, sie hat mittlerweile 1-2 Reparaturstellen. Aber sie ist immer noch 100% dicht und das ist mein absolutes Lieblingsstück zum dabei haben. Immer in meinem Boot, bei den Lettmann Kajaks, passt es perfekt da hinter den Sitz hinten. Ja. So ist sie schön näher am Körper, der Schwerpunkt ist näher in der Mitte und das ist perfekt zum Mitnehmen.